So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle, Trivelos Let's Play. Eine Runde Sky Factory und bei mir ist der Mann, der über 30 ist, seine Miete nicht bezahlen kann und weiß allerdings, wie man ein Gedicht in 4 Sprachen analysiert. Der gute Street Digger 2. Was? Was? Das kann nicht ich sein. Keine Zahl meine Miete! keine Nachrichten geguckt. Nee. Ah, okay. Die gute Dame weiß nicht mit 18 Jahren, die hat da so eine Welle bei Twitter gerollt, die weiß mit 18 Jahren nicht, wie man, was Miete ist und Sozialabgaben und sowas. Aber sie kann ein Gedicht analysieren in 4 Sprachen. Analysieren, ja. Okay. Analysieren, ja, natürlich. So, heute geht's ein bisschen weiter mit den Achievements, während ich mir meinen Timer natürlich einstelle. So, was haben wir da denn noch alles? Ich gehe das Ganze jetzt mal hier durch. Einmal von Tier 1. Tier 1 haben wir hier nichts mehr. Listen to vintage jazz using a radio from open blocks. Scheint ein bisschen broken zu sein. Wie ich ja schon mal sagte, ich weiß halt nicht, ob es jetzt mit dem Server zusammenhängt oder so. Serverbetreiber sagte mir in Rücksprache, funktioniert. Denn er versucht sich auf eine IP einzuwählen. So, Serverbetreiber meinte, sollte funktionieren sowas. Wir testen das Ganze mal, denn Vintage. Wir haben 19 Mal aus den Lucky Blocks Vintage Jazz bekommen. Und dann nehmen wir uns mal so ein, wie heißen die Dinger? Irgendwas mit Crystal. Also die haben sogar eine richtige Bezeichnung, die alten Kackteile. Wie wird das geschrieben? Vintage. V-I-N. Ja, ja, ich gebe das gerade, achso, ach ja. Und dann haben wir hier nochmal Radioi. Wir brauchen das Radioi. Radioi? Ja, ich habe mich verschrieben. Ein Radioi. Und dann brauchen wir noch einen. Jetzt kommt wieder Lever. Ich glaube, den schreibt man so, ne? Ja, den schreibt man so. Oh, nur beim Fail. Einen. So. Ja, da das Ganze sowieso nicht funktioniert und ich das eh danach abreiße. Jetzt muss man irgendwie das Ding nehmen und da reinpacken. Und dann muss man dem Ganzen. Das geht gar nicht. Redstone-Signal geben und dann hätte das jetzt normalerweise. Ja, gut, mach's mal auf dem richtigen Block. Lossetzen müssen. Ja, ich habe gerade keinen in der Tasche. Hast du mal eine Tasche, die er nehmen kann? Hab ich auch gerade gedacht, vielleicht leidet er gar nicht. Ja. Ja, stinknormaler Block. Ja, egal. Ich habe keine Axt. Würdest du das bitte mal abbauen? Das hat sehr viel. Ah, okay, oder so. Ja. So, und stellen Sie das mal hin. Stellen Sie das mal hin. Stellen Sie das bitte mal hin. Dankeschön. Ja. So. Okay. Unknown Stream Type. Richtig. Mhm. Wahrscheinlich ist dieser Stream kaputt oder. I don't know. Ja, okay, gut. Aber. Pff, Achievement ist abgehakt. Bob. So, dann haben wir hier noch das Trophy Room Gedönse. Da kümmert sich ja der Street drum. Jo. Dann haben wir noch Kill an Ender Dragon. Duplicate an Enchanted Book using a Typesetting Table. And Printing Press. Gucken wir doch mal, was wir da machen können. So, wie heißt das Ding? Type. Da müsste dann ja schon was kommen. Haben wir es schon mal. Typesetting Table. Printing Press Chase brauchen wir dafür. Slabs Iron. Okay. Dann brauchen wir 2 Stück wahrscheinlich. So, Printing Table. Zack. Und dann einmal das da rein. Typesetting Table. So, wie heißt. Magst du mal reingucken ins Achievement Book, wie das andere Ding heißt? Printing Press. Printing Press, da haben wir sie. Ja. Oh, dafür brauchen wir eine. Und davon brauchen wir noch ein paar. Haben wir, glaube ich, alles nicht. Doch, oh, die haben wir sogar da. Donnerwetter. Ironore ist es heute mal nicht. Heute ist es mal die Eleonore. Ich habe noch nie so eine. Achso, das muss ja eigentlich wie eine ganz normale Pressure Plate gehen. Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, ich habe so ein Ding noch nie hergestellt. Echt nicht? Nö. Ah ja gut, für was braucht man sowas, ne? Richtig. So, ich würde sagen, ich stelle das Ganze mal hier hin. Das können wir dann ja immer noch irgendwo anders hinpacken. Röms. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich auch nicht. Hat auch gar keine GUI, oder? Nee, hat's auch nicht. Wir brauchen jetzt als erstes mal Book. Nehmen wir hier einfach mal irgendwie das erstbeste Achievement Book. Oder hast du irgendwie einen speziellen Wunsch? Nö. Gut, wir brauchen normale Bücher. Und dann brauchen wir noch irgendwas. Ich hab's jetzt echt vergessen, was wir brauchen. Bio.
In Bibliocraft, meine ich. Da brauchen wir irgendeine Tinte oder irgendwas. Bow. Bei Gilder Street, weißt du noch, wo die Dingens hinkamen? Die Monokel, die wir damals benutzt haben. Oh, nein. Nicht. Ich auch nicht. Wir haben damals mal so eine Monokel gebaut. Ja gut, aber die sind ja schnell hergestellt. Und ja, nee, ich mach eine Brille. Ach so. Ja, weil du brauchst richtig eine Brille dafür und so einen Quatsch. Okay. So, die Bücher, das Enchanted Book. Vielleicht sagt er mir das ja gleich. Das Enchanted Book kommt dahin. Bücher. Oder kamen da Seiten rauf? Papier hätte ich hier. Kamen doch eigentlich mal nicht Bücher rauf. Please select the book. Ja, ach was. Oh, du sollst das Buch doch nicht wegnehmen. Ja, Entschuldigung. Ach. Da war's. Da war's. Genau. Da kamen die Bücher rauf. So, und jetzt. Jetzt brauche ich meine Brille. Und jetzt. Sieht richtig scharf aus. Jetzt sehe ich hier Select the Book. Brauche ich noch. Ich weiß nicht was. Ich Papier? Irgendwas? Ja, weiß ich nicht mehr. Ich hab's echt vergessen. Papier und Leder, normal. Nee. Requires 40 Level. Hammer. Warum hab ich die jetzt runtergenommen? Weil ich doof bin. Irgendwas war das noch mit Tinte. Driving Set oder irgendwie sowas. Mensch, ich hab's mir eigentlich aufgeschrieben. Ich hab blöderweise den Zettel nur nicht wiederfinden können. Requires 40 Levels. Hä? Habe ich schon vorgelesen. Ja, oh, weil okay. Du es jetzt lesen kannst. Ja. Irgendwas. Ja, das ist klein geschrieben. Ink. Nee, es wird mit K geschrieben, ne? Warum zeigt er mir denn da jetzt so viel an? Das gibt er wohl nicht. 81 Seiten, ja, leckt mich fett. Ink. Insec. Nee, rechte Maustaste, Uses. Der müsste mir nämlich jetzt irgendwas anzeigen können. Printer. Ja, das ist alles nicht. Das ist alles nicht das, was ich will. Ich weiß auch nicht, ob Shape Crafting oder Shapeless. Clipboard gibt es ja auch noch. Irgendwas mit Tinte. Was nicht? Shapeless Crafting. Das ist Book and Quill. Das ist Light Gray. Das ist es alles nicht. Jetzt kommen erstmal eine ganze Batterie an Disketten. Ach ja. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Hättest du. Deswegen machst du das ja. Nicht hätte Fahrradkette. Ja, jetzt die alte Leier wieder. Ja, selbstverständlich. Was hast du denn gedacht? Ich denke nicht. Gott sei es gedankt. Aber es kann doch nicht sein, dass ich ein Scribing-Tool aus Thaumcraft brauche. Es muss doch irgendwas sein aus Bibliocraft. Alles andere würde doch jetzt gar keinen Sinn machen. Entweder irgendwas, was du standardmäßig kriegst. Nochmal gucken. Add Bio. Also ich erinnere mich dran, irgendwie so ein Quatsch war das noch. Also irgendeine Zutat kommt da jetzt, meine ich, noch rein. Irgendwie Tinte oder irgendwas. Weil, wie gesagt, aus meiner Sicht wäre jetzt, kann ja nicht sein, dass das ohne Discrack Dinner Plate. Seite 2. Was haben wir da noch? Haben wir die Brillen alle? Tinted Glass. Drafting Compass. Okay, ich weiß, was das ist, aber ich überlege gerade so. Drafting Compass? Mhm. Also, es ist ein Zirkel. Ja. Okay. Braucht man eigentlich auch für nichts. Ja, oder nur Ink-Sex. Kann ich vorstellen, jetzt so spontan. Aber man soll ja nichts unversucht lassen, wenn man sich mal nicht sicher ist, ne? Mhm. Genau. Wenn's mal wieder länger dauert. Upsala. Alter, was du dir da Zeug craften kannst, ist ja Hammer. Wo jetzt? Bibliocraft. Bei Bibliocraft, ja. So nehme ich das Buch ja wieder raus. Hallo? Das geht nur da rein. Bücher, die gehen auch nur da rein.
Mann, mir wurde das auch schon mal gezeigt. Das hat schon mal, ich glaube, Butze damals oder so für mich gemacht. Und bei Select the Book kann ich jetzt... Sekunde mal. Ich versuche mal... Book... Projectile. Ich nehme mal einfach eine der Minecraft-Standard-Verzauberungen, weil Infinite oder was ich da eben hatte, das ist ja, glaube ich, jetzt nicht unbedingt... Infinite? Hast du auf dem Bogen? Ja? Ja. Unendlichkeit, okay. Oder? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja doch, auf dem Bogen hast du das für die Pfeile. Brauchst bloß einen Pfeil im Inventar. Aber warum sagt er mir mal an, please select the book? Hm. Oder hat Biblio nochmal ein eigenes Buch? Redstone Volume 1. Ne, das ist ja was anderes. Hä? Okay, jetzt macht sich aber wirklich ganz schön krasse Verwirrung bereit. Passiert, wenn ich hier Book mal einfach eingebe. Da haben wir die Bücher, da haben wir das. Written Book ist auch klar. Enchanted Book ist auch klar. Printed Book ist von Computercraft, das ist Dartcraft. Das ist das Achievement Book. Tint. Hm, bei Tinted zeigt er mir auch nichts an. Der Tin, der zeigt mir das ganze Zinn mit an. Ich weiß es jetzt echt gerade nicht, das ist ja der Wahnsinn. Printed Book Computercraft, hä? Select the book, aber ich habe hier kein Buch zum Auswählen. Ich habe hier gar nichts zum Auswählen. Würde 19 Level kosten. 19 Level habe ich ja am Manne. Ich bin so doof. Das kommt noch irgendwo hin. Das kommt aber, warte mal, das wird aber, glaube ich, noch. So. Diese Printed Press Chase, das wird noch für irgendwas verwendet. Hä? Das muss ja. Ich hab da keine Ahnung. Ich hab da echt keine Ahnung. Irgendwo. Hab ich so in Erinnerung. Ich. Wie gesagt, ich hab's mir aufgeschrieben. Hm? Den Zettel irgendwo hingelegt. Ah! So, und jetzt? Keine Ahnung. Immer noch nicht. Fehlt denn da immer noch was oder was? Ja, vielleicht noch ein Buch zum Kopieren? Ja, das liegt ja hier. Also die zwei Dinger gehören zusammen, oder was? Ja. Okay. Zwei Dinger gehören immer zusammen. Also die Brille haben wir, der Chase haben wir. Ich weiß jetzt nur nicht, ob da irgendwie was noch mit Tinte oder so was ran muss. Ich meine, es sieht so aus, wenn hier irgendwas hinkommt, ne? Aber ich meine, an dieser Stelle hier, da, ja, die rechte Seite, ich meine, da entsteht dann nachher das fertige Buch. Achso, okay. Aber, weil es gehen eigentlich alle Bücher zu kopieren. Also ich wüsste du brauchst anscheinend noch irgendwas. Ja, meine ich doch, aber ich weiß nicht, was... Enchanted Plates and Printed Press. Print geht da... Skaten. Printer gehört da nicht zu. Printed Page auch nicht. Das ist auch Computercraft. Das ist Computercraft. Printed Press Plate. Die brauchen wir noch. Ja, und die stellt man wie her? Aus wie so eine... Warte mal, wenn wir da jetzt... Es sieht so aus, als wenn da ein Eisen reingehört. Mhm. Iron. Printed Press Plate. Und Press Chase. Okay. Oh, jetzt habe ich das Falsche da reingepackt. Okay. Dann, whoops. Würde ich sagen, gucken wir bis zu der nächsten Aufnahme vom Script nochmal nach, wie das funktioniert. Ich lasse das mal da einfach drin. Kommen wir damit zum nächsten Achievement. Also wir haben hier vorne übrigens nochmal so einen Power-Monitor, damit wir sehen können, wie voll die Bank ist. Nochmal hingepackt. Bevor wir jetzt hier wirklich da... 30 Minuten hätte ich bald gesagt. Ach du Scheiße, wir haben tatsächlich 15 Minuten jetzt hier an diesem Printed Press gehangen. Auch nicht schlecht. Ja, pass mal auf, ich mach mal einfach meinen alten Weg. Wie ich das halt ja immer mal so gerne mache, solange wie die Folge noch läuft, dann hänge ich das jetzt einfach nochmal kurz ran. Bibliocraft Copy Enchanted Book.
da kriege ich jetzt ja erstmal wie immer jede Menge Videos. Nervig. Was spielst du da schon wieder rum? Ja, lass mich doch mal. Ja, ich lass dich auch. Ja, Lower Right, da kommt irgendwas hin. Enchanted Plate. Erik meint so eine Print Press Plate. Printing Press. Ah, apply a redstone signal button in front of the table works. Okay. Also nur ein Lever ran oder was? Hab ich den ja, noch auf anscheinend. Tasche? Ja, ich hab hier auf Tasche. Und dann back doch mal an. Na. Und läuft. Läuft nicht. Weil? Keine Ahnung. Ah, jetzt habe ich eine Print Press Plate. Ah. Select Book. Nee. Print. Hä? Zwei Stück brauchen wir eigentlich nur. Hä? Das verwirrt mich jetzt gerade. Nein, das musst du rechts in das Gerät packen. Hallo? In das rechte Gerät. Du hast doch jetzt gerade. Ja. Ja, nee, geht nicht. Oh, klar. Versuch's ja. Ah, jetzt! So, und jetzt braucht der wahrscheinlich auch noch ein Redstone-Signal, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Probier doch mal aus. Pack doch mal ran da. Nö. Der ist geprintet, der hat Bücher. Warum du nichts machen? Ich hab die mal rausgenommen. Mhm. Select the book steht da jetzt nur bei. Okay. Warte mal, musst du da das jetzt vielleicht das Enchanted Book reinsetzen? Kann das sein? Warte mal. Nein, na. Noch auf Tasche. Nee, nee, hau mal ab da. Ja. Irgendwie. Da, jetzt haben wir's. Los geht's. Ui. Ink fehlte da noch. Ach. Also wenn man sich das echt nicht alles irgendwie merkt und so weiter, es ist Hölle, ey. Wie lange macht er das jetzt? Dann kommt da nichts raus, oder? Oh Mann, ey. Kann man die jetzt nochmal überschreiben? Nee. Wie ging denn das jetzt hier? Das Ding brauchen wir. Zack, zack, zack. Weiß ich ja nicht, ob du gerade genügend Level hattest oder so. Ja, ich habe 134 Level. Also der hat jetzt Tinte drin. Der hat jetzt Bücher drin. Zwei Bücher. Wir haben glaube ich auch keine Bücher mehr, ne? Keine normalen. Weiß nicht. Heute haben wir 64 Stück. Select the book. Ja, ihr legt doch jetzt los, oder? Der los oder macht er jetzt nichts oder? Weiß nicht. Also der hat jetzt 64 Bücher, der hat jetzt 64 Ink und machen tut er nichts. Der hat auch so ein printed Dingen drin halt. Ja. Ach. Du wieder Select the Book. Wo ist denn das alte, wo hast du das Enchanten mit Book denn gelassen? Gib doch mal her. Achso, hier. Ich check's nicht. Das kann nur damit zusammenhängen, weil hier irgendwas mit Select the Book falsch ist. Da ist irgendwas bestimmt schief gelaufen. Okay, wir werden uns drum kümmern beim Street in der nächsten Folge, da wissen wir das. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut da rein und tschüss. Tschüss.